Wir sind hier am Ringelbach beim Verfolgerduell der Kreisliga B3. TSG Young Boys Reutlingen gegen den TSV Betzingen. Kurz vor Schluss steht es 2:1 für den TSV Betzingen. Und wir holen euch nach dem Spiel noch ein paar Stimmen. Mal gucken, wie es weitergeht. Steht TSV Betzingen-Kapitän Kevin Jaroszek. Kevin, 2:1 gewonnen. Deine Einschätzung zum Spiel? War ein super Spiel, super Kampf von uns. Erste Halbzeit sind wir ein bisschen schleppend reingekommen, haben nicht versucht zu spielen, haben nur lange Bälle geschlagen, aber haben wir tapfer gekämpft. In der zweiten Halbzeit spielerisch klar besser geworden, auch besser als TSG. Und ich denke, am Ende verdient gewonnen. Okay, was heißt es jetzt letztlich für die Meisterschaft? In der Meisterschaft ist alles offen. Wir haben 2 Nachholspiele. Wenn wir die gewinnen, sind wir Tabellenerster. Ganz einfache Regel, wenn wir alles gewinnen in der Saison, steigen wir auf. Unser Ziel. Alles klar, viel Erfolg dabei. Bei uns Fethi Solomon, Young Boys 2, Fethi, Spitzenspiel, Verfolgerduell, 2:1 verloren, deine Einschätzung? Also sag mal ganz ehrlich, wir haben 2 Konter kassiert, 2-mal Abwehrfehler, leider. Nehmen unser Mann auch nicht übel, aber ich meine, wir sind selber schuld. Wir hatten es eigentlich in der Hand, als es 1:1 gemacht, aber naja, passiert. Was sagt das jetzt für die Meisterschaft aus? Das sagt noch gar nichts aus. Wir kommen auf jeden Fall wieder. Hundertprozentig. Nächsten Sonntag spätestens. Okay, vielen Dank. Bei uns Trainer des TSV Betzingen, Dietmar Wuttke. Woody, 2:1 gewonnen. Erzähl uns ein bisschen was zum Spiel. Ja, es war ein sehr schönes B-Liga-Spiel. Rauf und runter ging hier auf einem tollen Platz. Im Endeffekt haben wir 20 Minuten zum Schluss mit, oder 30 Minuten fast mit 10 Mann gespielt. Aber ich denke, dass wir über das ganze Spiel gesehen die bessere Mannschaft waren. Wir hatten die klaren Torchancen. Fußballerisch war Young Boys vielleicht ein Tick besser, aber ich sag mal, der Kampf und der Wille war bei meiner Mannschaft dort einfach größer. Okay. Und deswegen haben wir auch, denke ich, verdient gewonnen im Strich. Gut. Was war letztlich der Schlüssel zum Erfolg heute? Wo siehst du den Unterschied? Ja, vor allen Dingen im läuferischen Bereich und im kämpferischen Bereich haben wir heute uns alles abverlangt und haben die Zweikämpfe super angenommen, haben es dann teilweise mit 10 Mann bald noch besser gespielt als mit 11. Und das ist auch der Schlüssel überhaupt, um aus dieser Liga endlich rauszukommen. Das ist ja unser Ziel, wir wollen ja aufsteigen, ist einfach der Kampf und die Laufbereitschaft. Und Fußball spielen können die Jungs, das haben sie heute wieder gezeigt. Das ist eine tolle Truppe und macht einfach Spaß, sowas zu sehen. Okay. Letztlich, ihr habt 2 Nachholspiele, hat unser euer Captain uns gerade schon erzählt. Wenn ihr die gewinnt, werdet ihr praktisch vom Jäger zum Gejagten. So sieht's aus und das ist das Schönste, was es gibt. Wer vorne ist, der braucht sich nicht mehr verstecken und wir haben das Ziel. Wir wollen zumindest Platz 2 erreichen und wenn wir an dem, was wir gerade aufbauen, ja, weitermachen in der Rückrunde, dann
denke ich, hat der TSV beste Chancen, sogar direkt aufzusteigen. Okay. Wie sieht euer Restprogramm aus? Hab ich, natürlich. Wir müssen noch nach Kniebel, wir müssen noch nach Anadolu. Rommelsbach kommt noch, aber heute sollten wir den Sieg sehen und uns darüber freuen. Und ab Dienstag denken wir an den nächsten Gegner. Und so gehen wir das einfach an von Spiel zu Spiel und verlangen uns Woche für Woche alles ab. Und dann gucken wir, was am Ende übrig bleibt. Alles klar, viel Erfolg dabei. Danke. Bei uns Klaus Schäfer, Trainer TSG Young Boys 2. Klaus, das Verfolgerduell 2-1 verloren, dein Fazit? Ja, zuerst mal Glückwunsch an Betzinger. Sie haben das hier clever gemacht. Das ist ja das, was ich vor dem Spiel gesagt habe. Die werden mit langen Bälle agieren und über ihre Standards gefährlich sein. Und ich habe prompt eingetroffen. Kurz vor wir auf dem Platz sind, habe ich noch gesagt, passt mir auf die langen Bälle auf, hauptsächlich Standards, Eckbälle. Und der erste Eckball hat. Verteidige mir einen Ball mit 7 Leuten auf einer Linie. Keiner steht direkt bei einem Gegenspieler. Und der Zehner, der hat ja wunderbar, ist der blank gestanden und konnte sich sogar, glaube ich, noch das Eck aussuchen. Also, wenn man so leichtsinnig in der Abwehr agiert und auch noch bei Standards, dann brauchst du dich nicht wundern. Dann laufst du dem 1-0 hinterher. Ja, das ist einfach so. Und die Jungs müssen noch viel lernen, was das Taktische betrifft. Und im Training, da meine ich gerade, die könnten 3 Klasse höher spielen, aber wenn es sonntags auf der Platz geht, da fällt denen noch einiges. Und ja, da müsste noch viel, viel lernen. Ihr habt 30 Minuten in Überzahl gespielt, habt das nicht nützen können. Warum konntet ihr die Situation nicht ausnützen? Da hat erstens einmal die Laufbereitschaft gefehlt, dass man wirklich diese Überzahl nutzen kann, dass der Ball zirkulieren kann in der Mannschaft. Und wenn du meinst, du kannst bloß noch Stehfußball spielen und auch nur noch mit langen Bälle agieren, dann kommst du gegen so eine kompakte Abwehr. Der Trainer Wuttke hat ja umgestellt, dann hat hinten kompakt gemacht, hat auch gesagt, lange Bälle vorne rein. Und dann, wenn es dumm läuft, kriegst du noch das eine oder andere Gegentor. Ja. Klar, kommt dann der Anschlusstreffer, den haben wir dann gemacht und Euphorie war nochmal da. Aber einfach auch nicht die Laufbereitschaft. Und das merkst du in der letzten Woche auch. Die 100%, wir trainieren 3-mal in der Woche. Und egal, wenn ein Spieler, jeder hat die Chance zumindest 2-mal zu trainieren, vom Job her und so weiter. Da fehlt einfach der letzte Saft und der letzte Biss. Was hat das Ergebnis jetzt Ausschlag auf die Meisterschaft? Gut, ich meine, Betzinger hat jetzt eine riesige Euphorie, wird mit diesem Sieg eigentlich schon sehr gefestigt sein. Aber ich denke, es gibt Begegnungen, da wo man eigentlich schon die Punkte sicher auf dem Konto hat, meint man zumindest vor dem Spiel schon, wird es für alle 3 Mannschaften, auch für uns nochmal. Es ist nicht sicher, dass wir jetzt die Rechte. Dritte Mannschaft meint schon SV Rommelsbach, oder? Ja, genau. Es ist alles noch offen und ich denke, Betzinger wird den einen Punkt noch abgeben und genauso Rommelsbach wird noch den einen oder anderen Punkt abgeben. Wir müssen jetzt halt fleißig sein die nächste Woche. Gucken nur noch nach uns und vielleicht haben unsere Spieler zu viel nach der anderen geguckt. Ich glaube, das ist auch ein bisschen so Kopfsache gewesen. Und ich glaube, wenn man heute vom Platz runtergeht und sagt, wir haben alles gegeben, ich glaube, da muss sich der ein oder andere Spieler schon ein bisschen an die eigene Arschbacke hinkneifen und sagen, ich hätte heute doch noch ein bisschen den einen oder anderen Meter mehr laufen können, dass wir einfach doch noch zwingender durchkommen wären vorne. Okay, vielen Dank, Klaus. Alles klar.